Hi zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr wundert euch vielleicht, warum es keine Schminksammlung gibt von mir. Ich hatte euch das ja in meinem letzten Video versprochen. Allerdings habe ich das Video gedreht und es ist Katastrophe geworden. Also es hat gewackelt ohne Ende. Ich glaube, hätte ich das hochgeladen, wäre ich euch allen schlecht geworden. Und dann dachte ich mir, ein DM-Haul wäre doch eine sehr gute Alternative. Moritz und ich waren gestern beim DM einkaufen und haben nochmal so die letzten Vorbereitungen für Mexiko gemacht und die letzten Dinge gekauft. Und die würde ich euch jetzt gerne einmal vorstellen. Viel Spaß bei dem Video. So, das erste, was ich gekauft habe, ist von DM Bio. Die gibt es jetzt wieder. Das ist so eine Ecke bei uns. Da gibt es so ganz viele Weihnachtsleckereien. Und da habe ich mir die Nougat Cashews mitgenommen. Und die sind so, so lecker. Die musste ich auch gestern Abend schon, musste ich auch einmal naschen. Die sind wirklich lecker, aber auch nicht günstig. Deswegen sind die hier auch oftmals zum Verschenken gedacht, für und von. Das könnt ihr dann hier vorne draufschreiben. Und so sehen die aus und die sind echt so mega lecker. Aber, also davon braucht man echt nur 2 Stück zu essen und dann ist man echt pappensatt. Also zumindest was Süßigkeiten angeht. Ja, ist vielleicht auch ganz gut, dann nascht man nicht zu sehr. Dann habe ich Leckerlis gekauft für unsere Katzen. Dein Bestes, einmal Barbecue und einmal Knabberstäbchen-Mix. Genau, damit die auch Leckerlis haben, wenn wir im Urlaub sind, damit der Verlust nicht ganz so schmerzt. So, dann darf natürlich auch nicht fehlen diese Quick and Fresh Gefrierbeutel fürs Handgepäck, wo man dann einfach seine Zahnbürste, ein bisschen Zahnpasta reinpacken kann. Mache ich jetzt nicht bei Kurzflügen, also von 1 bis 4 Stunden nehme ich gar keine Flüssigkeiten mit ins Handgepäck. Aber bei so Langstreckenflügen, jetzt wie nach Mexiko, ja, nehme ich immer Zahnpasta mit, Waschgel mit, weil ich meine, man ist seit morgens 8 Uhr wach und man fliegt bis 2 Uhr nachts. Also man ist knapp 24 Stunden irgendwie auf den Beinen und da sollte man sich ja doch schon mal waschen und seine Zähne putzen. Ich kann auch gar nicht anders schlafen. Also bevor ich nicht meine Zähne geputzt habe, kann ich einfach nicht schlafen. Daher sind die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Nochmal für den Urlaub diese Reisegröße von Evelyn, diese Wattepads. Dann Ohrenpads, also diese Q-Tips. So, dann habe ich gesehen, dass das im Angebot war. Und zwar von, ich glaube, 3 Euro runtergesetzt auf 1,50 Euro oder sogar 3,20 Euro oder so. Auf jeden Fall war es sehr reduziert. Und da habe ich mir wieder die Spülung mitgebracht und mitgenommen. Und einmal das Shampoo diesmal. Das hatte ich ja letzte Mal nicht. Und ich bin ja so begeistert von der Spülung. Daher musste das Shampoo auf jeden Fall mit. Und ja, das freut mich sehr, dass das im Angebot war. Weil, wie gesagt, ich liebe es. Ich habe jetzt auch gesehen, die haben noch eine andere Duftrichtung, weil das ist ja Kokos und Kokos ist jetzt für den Winter jetzt nicht so mein Fall. Aber die haben auch noch eine andere Geruchsrichtung. Das war aber nicht runtergesetzt. Deswegen habe ich mir jetzt das doch nochmal gekauft. Ja, aber das nächste Mal werde ich mir auf jeden Fall die andere Geruchsrichtung kaufen. Dann habe ich tatsächlich kein Waschgel gefunden. Also Waschgel, ich bin da rumgelaufen, ich habe kein Waschgel gefunden und nur von Balea. Aber ich wollte halt auch was anderes ausprobieren und habe wirklich nur dieses Waschgel gesehen. Ja, das ist ein Waschgel, mild schäumend mit Aloe Vera, normal und Mischhaut. Ja, aber der Duft gefällt mir eigentlich gar nicht so. Aber ich brauche die jetzt ganz dringend auch für den Urlaub Waschgel. Deswegen habe ich das jetzt mal mitgenommen. Aber ich glaube, ich muss mir einfach nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit lassen, um nach Waschgel zu suchen. Dann auch ganz wichtig, Vogelfutter für unseren Garten. Dieses Winterstreufutter. Es gibt aber bei DM jetzt auch so eine ganz, ganz viel verschiedene Auswahl. Das ist aber mit Nüssen und wir haben ein Eichhörnchen bei uns im Garten. Und daher haben wir dann gedacht, wir holen was mit Nüssen. Normalerweise holen wir mal diese Stangen für das Eichhörnchen. Das ist auch eigentlich für die Vögel gedacht, aber das Eichhörnchen schnappt es sich einfach immer. Aber die haben wir leider nicht gefunden, müssen wir nochmal gucken. Bisher, finde ich, sind die Supermärkte sehr sparsam noch mit Vogelfutter. Ja, aber das haben wir jetzt erstmal mitgenommen, damit die Vögelchen auch was zu essen haben.
Dann nochmal was für die Katzen, und zwar gefüllte Knabberkissen. Ich merke einfach, dass der Shaggy ist ja 11 Jahre alt und der hat musste letztes Jahr auch einen Zahn gezogen bekommen und der kann einfach nicht mehr so gut diese Stangen essen. Daher habe ich jetzt diese gefüllten Knabberkissen geholt, weil die kann er noch echt gut essen. Manchmal glaube ich auch einfach nur, der ist essfaul. Aber ja, was macht man nicht alles für seine Babys, ne? Dann habe ich mitgenommen von Love das Even Nexir Serum Foundation. Das ist diese Foundation, die hatte ich euch schon mal gezeigt und ich war total begeistert. Das ist ein ganz leichtes Make-up mit so Serum drin, was für eine schöne Haut auch nochmal sorgt. Also so 2-in-1 bisschen. Und wie gesagt, das ist eine ganz leichte Form, aber sie deckt total gut, aber nicht so maskenhaft. Und daher fand ich, da habe ich die jetzt sehr, sehr gerne im Sommer benutzt, weil die einfach sehr leicht auch auf der Haut war. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich die jetzt auch nochmal für Mexiko mit. Und ja, für den Herbst, Winter ist die, glaube ich, nicht mehr so mein Fall. Da brauche ich doch schon ein bisschen mehr. Da wollte ich mal gucken von Essence, da gibt es ja diese Insta-Foundation. Die wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, aber jetzt für Mexiko werde ich auf jeden Fall das mitnehmen. Ich habe das aber trotzdem in der hellsten Farbe mitgenommen, einfach aus dem Grund, weil ich weiß, dass ich in 2 Wochen nicht so eine ganze Tube oder so ein ganzes Glas leer machen werde. Aber ich habe noch so dunkle Drops, das heißt, sollte ich ein bisschen Farbe annehmen im Urlaub, dann habe ich noch die Drops, die ich da zwischenmischen kann, damit es halt einfach meiner Haut entspricht. Dann habe ich mir mitgenommen von Catrice das Prime and Fine Anti-Shine Fixing Spray, auch für den Urlaub. Ich habe zwar noch ein bisschen was von Love, aber genau wie die Foundation mag ich es jetzt eigentlich nicht, Glas mitzunehmen, auch in meinem Koffer. Aber ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch keine Alternativ-Foundation gefunden. Aber ich dachte, bei dem Fixing Spray nehme ich jetzt auf jeden Fall was mit, was in einem so Plastikfläschchen ist. Und ja, ich habe bisher nur diese lilane Variante ausprobiert, die fand ich ganz gut. Die Tropfen war zwar ein bisschen grob, fand ich, aber trotzdem immer noch sehr gut. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie ich das finde. Dann habe ich für den Flieger auch noch mitgenommen diese 10 Erfrischungstücher. Erfrischend und belebend mit Zitrusduft. Das ist halt einfach auch mal ganz nett, nachdem man gegessen hat, nachdem man ein bisschen genascht hat. Also wir werden halt uns auch noch so ein bisschen was mitnehmen, so ein Picknickkorb. Also ich werde uns ein paar Brote schmieren und werde so ein paar Süßigkeiten mitnehmen. Ja, und dann ist es halt einfach schön, dass man danach immer mit so Erfrischungstüchern sich frisch machen kann oder damit einmal durchs Gesicht gehen kann, auch wenn man dann irgendwie schläft und aufwacht. Und ja, das finde ich halt immer sehr gut. Daher kommt das auf jeden Fall auch mit. Was noch mitkommt, eigentlich bin ich nicht Fan von diesen kleinen Tuben. Warum habe ich die jetzt? Ja, ich habe keine kleinen Tübchen gefunden zum Umfüllen. Es gibt halt immer nur die großen und das macht halt dann auch keinen Sinn. Daher habe ich jetzt mal die geholt. Einmal auch Waschgel. Wie gesagt, wenn ich dann kurz bevor wieder in Mexiko landen, dass man sich dann wenigstens einmal nochmal frisch machen kann. Weil dann geht es nochmal 2 Stunden weiter mit dem Auto. Also wir werden echt lange unterwegs sein. Dann nochmal ganz wichtig Zahnpasta. Und dann nochmal eine Tagescreme. Also ohne die 3 Sachen im Flieger wäre ich echt verloren. Weil ich muss mich immer sauber und gepflegt fühlen. Egal wo ich bin, ich muss mich echt immer sauber und gepflegt fühlen. Weil sonst habe ich einfach schlechte Laune. Das ist einfach so. Dann habe ich mitgenommen noch meine allerliebste Mascara. Und zwar ist es die von Essence, die Lash Princess. Ich konnte euch ja letztes Mal gar nicht mehr den Namen sagen, weil das bei mir schon komplett ab war. Ja, und die benutze ich einfach seit Jahren. Und das ist einfach meine absolute Lieblingsmascara. Und die kostet ein paar Euro. Also ich kann euch die echt nur empfehlen. So, dann kommen wir auch schon zu dem letzten Produkt. Und zwar Aprilotion, auch ganz wichtig. Wir haben zwar wieder dieses 2-in-1, Duschgel und Après, aber ich finde, Eincreme ist doch immer noch wichtiger, gerade weil ich auch dazu neige, sehr schnell zu pellen, aber seitdem ich das von Forever habe, also von dieses Aloe Vera, pelle ich gar nicht mehr. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir uns trotzdem nochmal Aprilotion mitgenommen.
Und ich freue mich, die bald benutzen zu können. Dann wollte ich euch auch noch eine Zahncreme zeigen, die ich echt vergöttere. Und zwar ist es von Forever die Bright Sparkling Aloe Vera Thought Gel. Die ist aus, ja, wie der Name ja schon sagt, Aloe Vera. Ich habe euch ja schon öfters mal was von der Marke Forever gesagt. Ich bin echt sehr, sehr begeistert von der Marke und ich benutze die auch sehr gerne. Und die Zahnpasta ist einfach der Hammer. Ich merke jetzt, ich habe die jetzt seit knapp 2 Monaten oder 3 Monate nicht benutzt, weil ich nichts bestellt habe. Aber jetzt musste ich die wieder bestellen, weil ich einfach merke, durch diese anderen Zahncremes, die ich benutzt habe, ist mein Zahnfleisch so gereizt gewesen. Und bei jedem Stück Schokolade tun irgendwie meine Zähne weh. Aber wenn ich dann zum Zahnarzt gehe, sagt er, nee, sie haben nichts, sie haben einfach nur empfindliches Zahnfleisch. Ja, und das ist halt einfach, mit dieser Zahncreme passiert es einfach nicht. Und es macht einfach nochmal schöne weiße Zähne. Daher kann ich euch wirklich die Produkte von Forever und auch gerade diese Zahncreme nur empfehlen. Solltet ihr Interesse an dieser Marke haben, kommt einfach auf mich zu, schreibt mich an. Dann werden wir da auf jeden Fall was organisieren können, weil so gibt es diese Zahncreme im Handel nicht. So, das war's auch mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch Spaß gemacht, mir zuzusehen. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde mich das natürlich unendlich freuen. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich keine Schminksammlung gemacht habe. Die kommt dann aber beim nächsten Mal oder vielmehr beim übernächsten Mal, weil das nächste Mal wird ja wieder aufgebraucht und platt gemacht. Aber jetzt verabschiede ich mich euch. Jetzt verabschiede ich mich erstmal von euch für eine längere Zeit und ja, schaut euch gerne meine letzten Videos alle an. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal in Mexiko und wenn ihr wissen wollt, was ich da mache und wie es mir geht, könnt ihr mir auch natürlich sehr gerne bei Instagram folgen. Da werde ich bestimmt ab und zu meine Insta-Story und auch Bilder hochladen. Ja, genau. Also ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und wir sehen uns dann in ein paar Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss.